Eine neue Ausgabe des Ultramind Podcasts. Nochmal schön und herzlich willkommen, dass du heute mit dabei bist. Und in dieser Podcast-Folge geht es heute um das Thema Grenze dich bewusster ab. Hast du das Gefühl, dass du dich schon gut bewusst von manchen Dingen abgrenzen kannst? Uns begegnen ja im Täglichen viele Dinge. Und oft habe ich so die Wahrnehmung, dass viele sich gar nicht bewusst abgrenzen, sondern vielleicht auch als Gewohnheit so mit dabei sind. Und lass uns doch mal über ein paar Themen blicken, wo wir uns wirklich auch wieder mal bewusster überlegen dürfen, ob wir uns hier nicht auch abgrenzen. Und es geht los mit den täglichen Informationen, die auf den verschiedensten Wegen auf uns einprasseln. Grenzt du dich hier bewusst ab? Achtest du ganz bewusst darauf, welche Informationen du so quasi aufnimmst? Und bei welchen Informationen du dich abgrenzt bzw. hier ein Stoppschild aufbaust? Häufig ist es so, dass viele jeden Tag unbewusst diese Informationen aufnehmen und dann von diesen Informationen mehr oder weniger geführt werden, anstatt sich selbst bewusster zu führen und sich zu fragen, welche Informationen nehme ich auf und welche Informationen nehme ich nicht auf oder halte ich bewusst von mir fern. Das sind Informationen zum Weltgeschehen, das sind Informationen zu verschiedensten Themen, die natürlich jeden Tag aufploppen. Die Medien wollen natürlich diese Themen platzieren und je mehr diese Themen konsumieren, sowohl online, über das TV-Programm, über Radio etc., desto mehr hat es natürlich für die entsprechenden Medien Auswirkungen. Und deswegen so einfach mal wieder ein Impuls, grenze dich bewusst ab bei solchen Informationen. Also achte wirklich bewusst darauf, welche Informationen willst du vertiefen und bei welchen Informationen lohnt es sich nicht, diese zu vertiefen bzw. dich entsprechend abzugrenzen? Und es ist wirklich erstaunlich. Ich hatte vor einigen Wochen die Situation, dass der Akku meines Smartphones sich nicht mehr laden ließ, ich nur noch weniger Batteriekapazität hatte und deswegen mein Smartphone mal übers Wochenende ausgeschaltet habe. Und es war erstaunlich, denn natürlich, auch unbewusst sind wir einfach immer wieder am Smartphone gucken, was gibt es für Informationen. Und ich habe da gemerkt, wie wohltuend das ist. Und das mache ich jetzt bewusster regelmäßig. Wirklich das Smartphone mal wegzulassen, nicht immer zu gucken, welche neuen Informationen gibt es in verschiedensten Bereichen, auf verschiedenen Apps. Und ich merke einfach, das tut gut und hilft auch geistig mal wieder wirklich auch, sich neu auszurichten. Das ist so der erste Impuls, sich entsprechend abzugrenzen. Der zweite Impuls ist, dich abzugrenzen, wenn bestimmte Erwartungen von außen an dich herangetragen werden. Wir alle sind natürlich in einer Welt, in der andere Menschen im beruflichen, privaten Umfeld Erwartungen an uns haben. Die Frage ist nur, ob diese Erwartungen wir auch annehmen und letztendlich dann erfüllen. Und ich erlebe es immer wieder auch in persönlichen Coaching-Begleitungen, dass viele auch hier nicht mehr bewusst sich abgrenzen, sondern häufig Ja sagen zu bestimmten Erwartungen, die andere an sie haben, aber innerlich Nein denken. Und mit der Zeit wird es dann natürlich kritisch. Denn das kostet unheimlich viel Energie, das kostet uns unheimlich viele Ressourcen und wir haben das Gefühl, nicht mehr wirklich wir selbst zu sein. Deswegen frage dich doch gerne auch mal, welche Erwartungen haben andere Menschen im beruflichen und privaten Bereich an dich? Und willst du diese Erwartungen wirklich so erfüllen? Oder willst du dich auch hier einmal bewusst abgrenzen? Bewusst auch mal Nein sagen. Denn jedes Nein zu jemand anderem, jedes Nein zu einer Erwartung, die andere an dich haben, ist ein Ja zu dir. Und dadurch stehst du auch wieder mehr zu dir. Du gibst dir das Signal, mehr für dich einzustehen. Und ich glaube, das ist auch so ein ganz, ganz wichtiger und wesentlicher Punkt. Sich stärker abzugrenzen von den Erwartungen anderer. Denn die Erwartungen anderer sind die Erwartungen anderer. Und wenn dann manche sagen, ja, jetzt bin ich aber enttäuscht, weil ich habe das anders erwartet, dass du das oder das machst, dann ist es immer so, Enttäuschung entsteht immer, weil jeder von uns eine gewisse Erwartung aufbaut. Aber diese Erwartung, die entsteht zuerst mal in uns, in unseren Vorstellungen, unseren Gedanken und dann wird diese Erwartung häufig übertragen. Und auch hier gilt es aus meiner Sicht wieder, bewusster zu gucken, wo kannst du dich hier abgrenzen? Wo kannst du ganz bewusst Nein sagen, um dir zu signalisieren, ich stehe zu mir? Und wo kannst du wirklich auch hier stärker deinen eigenen Weg
weitergehen. Ja, und dann der dritte Gedanke. Grenze dich ab, wenn andere Menschen deine oder ihre Vorstellungen dir überstülpen wollen. Wenn andere Menschen dir sagen wollen, was für dich das Beste ist, was für dich der beste Weg ist. Es gibt für mich so einen schönen Gedanken, der lautet, keine ungefragten Meinungen und Ratschläge und nichts einreden und nichts ausreden. Ja, und es fällt verdammt schwer. Aber nimm doch diesen Gedanken mal mit. Wenn dir andere Menschen begegnen im engen Umfeld oder auch im beruflichen Kontext, dann rede ihnen mal nichts ein und nichts aus und gib keine ungefragten Ratschläge und Meinungen weiter. Ja, und wie gesagt, es kann verdammt herausfordernd sein. Denn wir sind es gewohnt, häufig auf so einen Reiz, der kommt, sofort natürlich mit irgendeiner Meinung, mit irgendeinem Ratschlag zu reagieren. Aber ich habe festgestellt, weitaus besser ist es, Fragen zu stellen, um durch diese Fragen eventuell den Gegenüber noch in andere gedankliche Möglichkeiten zu führen und dadurch selbst zu erkennen, wie diese Situation am besten zu lösen ist. Und andersrum natürlich jetzt genauso. Grenze dich ab von den Meinungen und Ratschlägen anderer. Denn das sind auch nur die Meinungen und Ratschläge anderer aus ihrer persönlichen subjektiven Welt. Sondern wenn es dich interessiert, dann frage wirklich offen nach, höre gut hin, nimm das auf. Aber grenze dich ab von Meinungen und Ratschlägen, die andere dir ungefragt geben wollen. Oder wenn andere dir ungefragt etwas ein- oder ausreden wollen oder dir sagen wollen, was für dich so quasi aus ihrer Sicht das Beste ist, ohne dass du sie explizit darum gebeten hast, beziehungsweise sie gefragt hast. Und auch dadurch zeigen wir durch diese Abgrenzung, dass wir ein Stück weit mehr zu uns stehen, dass wir uns nicht so sehr von diesen Meinungen und Ratschlägen von außen führen lassen, sondern dass wir ein Stück weit mehr unserem inneren Kern näher kommen und dadurch von uns selbst heraus diese Führung nach und nach stärker erkennen und bewusster umsetzen können. Ja, und ich weiß, dieses Abgrenzen, wie ich es jetzt aufgeführt habe mit diesen Beispielen, das kann herausfordernd sein, aber das ist für jeden von uns auch wieder der nächste Schritt in der persönlichen Entwicklung. Das ist wieder Persönlichkeitsentwicklung, wirklich wie sie sein sollte. Nicht in alte Muster zu verharren, sondern Muster zuerst mal bei sich selbst in der Art und Weise des Umgangs zu durchbrechen, neue Muster aufzubauen und dadurch eine neue Entwicklungsstufe für sich erklommen zu haben. Und mit dieser neuen Entwicklungsstufe hast du natürlich dann auch wieder mehr Möglichkeiten, deine Potenziale stärker zu entfalten und natürlich für dich, aber auch für andere neue Ergebnisse und andere Erlebnisse zu kreieren. Und ich glaube, darum geht es vor allen Dingen. Und da ist, wie gesagt, dieses sich bewusst abgrenzen ein ganz, ganz wichtiger und wesentlicher Teil davon. Nimm dir doch gerne jetzt einmal Zeit. Reflektiere, wenn du willst, gerne nochmal diese Impulse und frage dich wirklich mal nochmal ganz ehrlich, wo, in welchen Bereichen deines Lebens willst du dich ab jetzt bewusst ganz klar abgrenzen? Und die zweite Frage ist, wie schaffst du es? Wie gehst du vor? Und wenn du dir diese Frage stellst, dann werden automatisch Antworten kommen. Dann wirst du Antworten bekommen und diese Antworten kannst du dann nach und nach umsetzen oder auch, wenn es für dich noch zu herausfordernd ist, gerne auch jemanden als Begleitung an deine Seite nehmen, der dich auf diesem Weg unterstützt. Das kann ein Coach sein, das kann jemand anderes sein, der dir wichtig ist. Ich begleite auch hier als Coach sehr, sehr gerne. Wenn du willst, in den Shownotes gibt es die Möglichkeit, über einen Link mehr zu erfahren. Und wenn du willst, nimm gerne Kontakt mit mir auf. Aber ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und warum sage ich das? Weil ich dich die letzten Jahre auch sehr, 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 sehr stark an diesem sich abgrenzen wachsen durfte. Ich habe häufig einfach auch viele Dinge übernommen. Ich habe gemerkt, es tut mir nicht gut und ich habe es aber lange versäumt, mich wirklich bewusst abzugrenzen, für mich auch einzustehen. Und seit ich das immer stärker mache, seit ich das bewusster einfach auch praktiziere, umso mehr spüre ich einfach, wie gut mir das tut und wie sehr ich dadurch meine eigene Stabilität und meine eigene Mitte einfach auch besser leben kann. Deswegen freue ich mich, wenn diese Impulse, diese Gedanken zu diesem Thema dir ein Stück weit einfach wieder Inspiration und neues Bewusstsein gegeben haben. Ich wünsche dir, dass du dich zukünftig ganz bewusst von Dingen abgrenzen kannst, bei denen du merkst, die tun dir langfristig nicht gut und wünsche dir dabei alles Gute und wenn dir diese Folge gefallen, geholfen hat, leite sie gerne weiter, teile sie gerne mit anderen.
Gib mir gerne auch ein Feedback zu meinem Ultramind-Podcast und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere gerne meinen Ultramind-Podcast, denn dann bekommst du jeden Dienstag eine neue Ausgabe. Dafür sage ich herzlichen Dank, weiterhin eine gute Zeit und denke immer daran, wenn es um deine innere Aufstellung auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens geht. Da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist. Mache dir bewusst, du bist dein einziges Limit. Sei ein Lebenschampion und Mindset-Rebell auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens, denn dadurch gewinnst du auch immer als Persönlichkeit. Bis zur nächsten Ausgabe des Ultramind Podcasts, dein Jürgen.